Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in Kenia. Kenneth Ole Neshiu, ein erfahrener Ranger, patrouillierte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern im Amboseli-Nationalpark, der sich nahe der Grenze zu Tansania befand. Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, die Elefantenpopulation zu überwachen und die Herde vor Wilderern zu schützen. Die Elefantenherde bestand aus etwa 40 Tieren. Deshalb erfreute alle Menschen die Nachricht, dass eine der Elefantenkühe namens Peru schwanger war. Das Team war begeistert von der Aussicht auf ein neues Mitglied in der Elefantenfamilie. Zunächst musste Peru jedoch die Schwangerschaft überstehen, was keine leichte Aufgabe war. Es sollte fast 22 Monate dauern, bis das Baby geboren wurde. Da der Amboseli-Nationalpark kein Zoo war, konnten die dort ansässigen Tierärzte Peru nicht für die medizinischen Untersuchungen heranziehen, die sie gerne durchgeführt hätten. Stattdessen beobachteten sie sie aus der Ferne, verfolgten ihr Verhalten aufmerksam und notierten alles, was ungewöhnlich war. Peru zog sich zunehmend zurück, sogar von ihrer erstgeborenen Tochter. Dies war zwar nicht völlig ungewöhnlich, doch besorgniserregender waren die Anzeichen von Blutungen. Die Ranger hatten über mehrere Tage hinweg einen erheblichen Blutverlust festgestellt und befürchteten eine Fehlgeburt. In Perus Alter konnte dies eine ernsthafte Gefahr für ihre Gesundheit darstellen. Die Naturschützer hielten sie genau im Auge. Eines Morgens bemerkte Kenneth aus der Ferne eine Gruppe von Elefanten, die offensichtlich in Not waren. Sie stampften mit den Füßen am Fuße eines großen Marula-Baums. Kenneth hatte sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Der Himmel verdunkelte sich und die Sicht war schlecht. Also fuhr er mit seinem Jeep in Richtung des Aufruhrs, um herauszufinden, was los war. Seine Scheinwerfer beleuchteten den Baumstamm und die Elefanten drehten sich zu ihm um. Hinter ihnen lag Peru und atmete schwer. Ein Bein ruhte auf dem anderen und ihr Kopf lag zur Seite. Sie wirkte verwirrt und benommen. Kenneth beschloss, Verstärkung zu rufen, um eine gründliche Untersuchung von Peru durchzuführen, und blieb in seinem Auto, um die Herde im Auge zu behalten. Falls Peru verletzt war, bestand die Möglichkeit, dass die anderen Elefanten aggressiv reagieren könnten. Als die Tierärzte schließlich eintrafen, war es bereits dunkel. Das leise Summen von Moskitos erfüllte die Luft, und das Gelände war von einem Meer von Sternen erleuchtet, soweit das Auge reichte. Unter diesem einsamen Marula-Baum wurde Peru untersucht. Ein junger Tierarzt strich über Perus dicke, raue Haut, wobei seine Hand von dem gigantischen Körper des Elefanten fast erdrückt wurde. Er konnte ihren Herzschlag fühlen und sie schien normal zu atmen. Der Rest der Herde hatte sich im Halbkreis um sie versammelt und wartete ängstlich darauf, dass die Menschen ihre Arbeit verrichteten. Sie vertrauten den Tierärzten, da sie jeden von ihnen vom Gesicht her kannten. Als der Tierarzt jedoch begann, Blut abzunehmen, zuckte Perus Bein unkontrolliert. Es gab eine Welle der Bewegung und jeder Elefant drängte sich, um einen besseren Blick zu bekommen. Perus erstgeborene Tochter stand ganz vorne in der Menge und verstand nicht, was vor sich ging. Alle wussten bereits seit Stunden, dass etwas nicht stimmte. Der Tierarzt brachte die Proben langsam zurück in den Lastwagen, um sie auf mögliche Ungleichgewichte und Nährstoffmängel zu überprüfen. Vor allem mussten sie herausfinden, ob Peru eine Krankheit hatte und wie ihr Körper mit der Schwangerschaft zurechtkam. Peru war stark dehydriert und es bestand die Möglichkeit, dass sich irgendwo in ihrem Körper ein Blutgerinnsel befand. Man schloss Peru an einen Tropf an und verabreichte ihr Medikamente. Ein Scheinwerfer wurde aufgestellt, um den Bereich zu beleuchten, während die Tierärzte unter der Leitung von Kenneth, der immer noch Mücken aus seinem Gesicht wischte, fleißig arbeiteten. Gemeinsam mit dem Team stabilisierte er Peru, die langsam wieder zu sich kam. Die gute Nachricht war, dass es keine Anzeichen für tödliche Krankheiten gab. Doch sie wussten immer noch nicht, woher ihre Krankheit kam, was Kenneth zunehmend besorgte. In dieser Nacht wollte er Peru nicht allein lassen, also übernachtete er in seinem Jeep und versuchte, wann immer er konnte, für einige Augenblicke zu schlafen. Sobald er bemerkte, dass sich die Elefanten bewegten, rüttelte er sich wach, startete seinen Wagen und folgte ihrer Spur, wohin sie ihn auch führte. Im Laufe der nächsten Woche setzte Kenneth diesen Austausch mit seinen Kollegen fort, um Peru weiterhin zu überwachen. Aziz, ein junger aufstrebender Tierarzt, der sich noch in der Ausbildung befand, begleitete ihn nach Bedarf. Er war nervös und fühlte sich völlig fehl am Platz, aber er war einer der wenigen im Team, die bereit waren, Überstunden zu machen. Er wollte etwas bewirken und eine große Verantwortung lag auf seinen Schultern. Der große Tag war bald gekommen. Peru stand kurz vor der Geburt. In dieser Nacht hatte Kenneth Dienst und schlief in seinem Auto ein, während Aziz neben ihm saß. Aziz hatte gelernt, wie wichtig es war, die Elefanten in der Nacht zu beobachten, da dies normalerweise die Zeit war, in der sie gebaren. Die Gegend wurde schwach von den Scheinwerfern des Autos beleuchtet. Durch das Fernglas behielt Aziz aufmerksam die Elefanten im Blick und bemerkte, dass Peru unruhig wurde und aufstand. Er schüttelte Kenneths Arm und teilte seinem Chef mit, dass die Zeit gekommen war. Kenneth rieb sich die Augen, gähnte und nahm ihm das Fernglas ab. "Guter Fang", sagte er zu seinem jungen Partner. Jetzt hofften sie, dass alles reibungslos verlaufen würde. Plötzlich tauchten der Kopf und die Beine eines Elefanten auf. Es war unglaublich. Aziz hatte noch nie eine Lebendgeburt bei Elefanten gesehen.
und in weniger als einer halben Stunde war alles vorbei. Doch dann erlebten sie noch eine Überraschung. Gerade als Kenneth die guten Nachrichten an das Basislager funkte, tauchte ein weiterer Elefantenkopf auf. Ihm klappte vor Schreck die Kinnlade herunter, und er schrie auf. Peru hatte Zwillinge zur Welt gebracht. Nun ergab alles einen Sinn, besonders in Bezug auf Perus Krankheit, denn Zwillingsschwangerschaften waren für Elefanten äußerst gefährlich. Kenneth erklärte Aziz, dass er in den Jahrzehnten, in denen er in der Branche arbeitete, noch nie eine Zwillingsgeburt bei Elefanten gesehen hatte. Das letzte Mal, dass im Amboseli-Nationalpark eine Elefantenzwillingsgeburt stattfand, war fast 40 Jahre her. Als tiefreligiöser Mann blickte Kenneth zum Himmel und hatte das Gefühl, gerade Zeuge eines Wunders geworden zu sein. Doch dann wendete sich das Blatt. Als Aziz durch das Fernglas schaute, entdeckte er etwas Ungewöhnliches und fragte seinen Chef, ob es normal sei, dass das Elefantenkalb blutete. Bei klarerer Sicht bemerkte Kenneth, dass Aziz recht hatte. Eines der Kälber hatte eine beträchtliche Menge Blut auf seinem Rücken. Es muss sich entweder während oder direkt nach der Geburt verletzt haben. Das war gar kein gutes Zeichen. In den nächsten paar Stunden wurde die Situation kritisch. Kenneth musste das Veterinärteam zusammenrufen, indem er die Leute zu Hause früh morgens aus dem Schlaf riss. Glücklicherweise lehnte keiner von ihnen den Anruf ab. Alle waren entschlossen, sicherzustellen, dass das verletzte Kalb gesund wurde. Peru gewährte ihnen freundlicherweise die Gelegenheit, ihre Neugeborenen zu untersuchen, da sie wusste, dass sie nur das Beste im Sinn hatten. Keiner der Tierärzte konnte die Ursache der Wunde erklären. Alles, was sie tun konnten, war, sie zu säubern, sicherzustellen, dass sie sich nicht infizierte und sie weiter zu überwachen. Zum Glück gelang es den Menschen zu helfen und das kleine Elefantenkalb erholte sich vollständig. Die Menschen waren erleichtert und freuten sich, denn damit war ein wichtiger Schritt getan für die Erhaltung der Elefanten. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Mann rettet ein ertrinkendes Elefantenbaby, dann tut die Herde etwas Unerwartetes. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.